Heute bin ich in Irland und ich genieße diese Reise mit 11 Teilnehmern sehr. Wenn du vielleicht Interesse hast, ja, mit mir zu sein im nächsten Jahr, schick mir bitte eine Nachricht. So, dieses Video heute ist für Golfer, die etwas erfahrener sind und die auf jeden Fall von einem konstanteren Schwung und Ballflug profitieren wollen. Es geht um die Hüfte und wie man die Hüfte ausreichend im Treffmoment öffnen kann. Nur, wir sind nicht alle so flexibel und ich bin auf jeden Fall eine dieser Personen. Aber es geht darum, dass du im Treffmoment die Hüfte nur ein bisschen offener als normal bekommst, dass wenn du von deiner Perspektive deine linke Gesäßhälfte sehen kannst, dann ist es super. Aber natürlich wollen wir nicht offene Hüfte und zu offene Schulter haben. Dann haben wir ein Problem mit Slices und Pulls. So, das wird für dich vielleicht neu sein, überraschend sein, aber das ist etwas, was meinen besseren Schülern sehr hilft. Es geht los. Okay, ich gehe erstmal davon aus, dass du auf der Ebene beim Ausholen bist, dass du oben gut bist, dass der Schläger von der Perspektive einigermaßen hinter den Händen versteckt ist. Wir wollen ihn nicht zu sehr so haben, das ist oft der Fall. Und dann beim Abschwingen, damit wir die Hüfte mehr öffnen. Was nicht unbedingt hilft, ist, wenn man von hier mit Mühe sich öffnet. Was dann oft passiert, ist, dass die Golfer in dem Moment gibt es irgendeine Blockade. Das linke Bein ist sehr gebeugt und dann stoppen sie mit der Hüfte. Das habe ich auch viel in der Vergangenheit gemacht. Und dann kommen die Hände zu sehr. Damit die Hüfte im Treffmoment offen genug sind, solltest du den Abschwung mit einem leichten Senken des Körpers beginnen. Dabei wird das Gewicht auch nach links verlagert. Vielleicht hast du es bei den Pros gesehen im Fernseher, der Kopf senkt sich. So, man geht leicht in die Knie. Das Gewicht wird verlagert und die Hüfte werden gedreht. Und wenn die Hüfte gedreht werden, solltest du das Gefühl haben, dass die Knie ein bisschen nach außen gebeugt werden. Und jetzt sehr, sehr wichtig, die Brust sollte dagegen arbeiten. So, ich will nicht hier mit, das bremst meine Hüfte. Im Gegenteil, ich möchte das Gefühl haben, dass mein Brust nach da sich dreht, nach hinten, während ich meine Hüfte drehe. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass du hierfür gesund und flexibel genug bist, um sowas zu tun. So, wenn notwendig, geh zum Physio oder zum Arzt. Aber dadurch gibt es ganz viel Power, sehr viel Power. Und durch diese Gegenbewegung wirst du deine Hüfte öffnen und wenn du die Hüfte im Treffmoment offen hast, wirst du, ich mache einen Schlag, wirst du so ein gutes Gefühl haben, die Bälle fliegen dadurch so viel gerade, weil die Schlagfläche gerade bleibt. Man hat das Gefühl, dass man den Ball so schlägt. Das heißt, man spürt sofort wenige Unterarmrotation. Dann weißt du, oh, mein Ball kann nicht zu weit nach links und der Ball kann nicht zu weit nach rechts. Also da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich den gezogen habe, aber der Drall nach links war minimal. So klar, das muss jetzt geübt werden. Ausholen, geh ein bisschen runter, kleine Kniebeuge. Verlagere das Gewicht nach links, die Knie zeigen leicht nach außen und die Brust zum Ball oder sogar rechts vom Ball. Und dann musst du gucken, wenn du dich aufnimmst oder wenn deine Freunde dich aufnehmen, kann man deine linke Pobacke im Treffmoment von da sehen.
So, auf jeden Fall etwas, was du ausprobieren kannst. Und es kann sein, dass du jetzt plötzlich viel mehr Power findest und einen geraderen Ballflug.